Name ist Daniel Frey. Ich bin CEO und Mitgründer von Tibitz. Für mich ist Tibitz wie so ein zweites Kind. Es ist etwas sehr Sinnvolles. Es ist eine Bewegung. Und zwar, indem man, dass man Gäste begeistert, können wir möglichst viel dazu bewegen, sich vegetarisch und vegan zu ernähren. Und das hat einen mega positiven Einfluss auf Mensch, Tier und Umwelt. Und von dem her ist für mich Tibitz etwas sehr Gesamtheitliches, wo man jeden Tag die Welt ein bisschen besser machen kann. Morgen. Guten Morgen. Hoi, so, hey. Haben wir doch ein bisschen Remembrance. Mein Name ist Reto Frey. Ich bin einer der Mitgründer von Tibitz und leite den Bereich Product Services. Das ist Marketing, Design, alles, was mit dem Produkt zu tun hat. Im Jahr 1998 habe ich an der ETH studiert. Ich war etwa im 6. oder 7. Semester. Und dann war an der ETH ein grosses Plakat. Man sucht ein junges Unternehmen, weil es gerade so Wirtschaft, Immobilienkrise war. Das hat mich motiviert. Und ich bin dann heimgegangen zu meinen Brüdern, habe von dem Wettbewerb erzählt und habe sie gefragt, ob sie nicht eine gute Idee haben. Und weil wir alle drei zu dieser Zeit schon kein Fleisch gegessen haben, sind wir dann relativ schnell auf die Idee gekommen, von hochstehenden vegetarischen Fastfood-Restaurant. Ein Brudertrio, das zusammen Großes im Sinn hat. Fastfood für Gesundheitsbewusste, aber ohne Hörnli-Picker-Image. Die Idee spuckte schon lange in den Köpfen der drei herum. Der Projektwettbewerb motivierte sie zum Start. Es hat unsere Motivation gegeben, um mal das endlich ein bisschen Hand zu nehmen und ein bisschen dran zu arbeiten. Also das ist ja 1998 haben wir ja angefangen, die Idee mal aufzuzeichnen. Und wo es dann zu der Präsentation gegangen ist, sind wir natürlich sehr nervös gewesen, aber wie das so ist, wenn man überzeugt ist von einer Idee, dann und man merkt, dass die Runde, wo dort war, sehr positiv aufgenommen hat, dann verschwindet ziemlich schnell die Nervosität. Und wir haben ein gutes Gefühl gehabt, dass das die Idee angekommen ist. Und wir sind sehr motiviert gewesen, um das umzusetzen. Ich bin der Wolf Hiltl, ich bin 55. Und Teilhaber von Tibitz seit 20 Jahren. Also ich bin im Hiltl gesessen, habe den Tagi gelesen und habe ein Bild gesehen mit zwei jungen Männern mit Lauch und Rüebli. Und dann war eben geschrieben, dass sie die Idee haben von einem vegetarischen Fastfood, das sie machen wollen. Und ich habe ihnen ein Mail geschickt und habe gefunden, hey komm, wieso machen wir das nicht zusammen? Wir haben uns getroffen mit dem Rolf, haben gesehen, dass wir sehr ähnliche Werte haben und dass wir uns ergänzen und haben dann entschieden, dass wir das zusammen umsetzen. Lebensfreude, Fortschrittlichkeit, Vertrauen und Zeit. Und das sind unsere vier Werte und das sind die nach 20 Jahren noch genau gleich. Ich glaube, das haben wir recht gut können, dass wir all die 20 Jahre unseren Werten treu geblieben sind, die sogar auch weiterentwickelt haben. Und wir mit dem wirklich Leute anziehen können, die hinter dem Tibitz-Konzept, hinter der Idee stehen können, hinter unserem Werk stehen können. Ja, das ist eine Weile her. Da sind wir natürlich der Zeit vor 20 Jahren noch voraus gewesen. Es war gerade so ein bisschen die Zeit, wo das Vegetarisch am Kommen war. Und da sind wir schon noch relativ früh gewesen. Es hat sicher viele Leute gehabt, die den Kopf geschüttelt haben. Früher, vor 20 Jahren, waren wir effektiv nicht so gewesen. Vegetarisch und vegan war eher ein Schimpfwort. Es war wirklich die Zeit, wo man fest daran glauben musste, wo man auch oft als einziger ein Vegetarier war, wenn man irgendwo ausgegangen ist. Also es waren schon noch andere Zeiten. Und wir waren wie so ein Geburtshelfer, glaube ich, für die, die nicht nur Vegetarier gehen in ein vegetarisches Restaurant, sondern ich gehe hier rein, weil es fein ist. Ich gehe rein, obwohl ich nicht Vegetarier bin. Ich glaube, das hat wirklich geholfen, dass wir dann können, so viele Gäste begeistern können. Ich persönlich finde es das gut, dass eine Gesellschaft ein Umdenken hat. Viele essen kein Fleisch aus ethischen Gründen, aus gesundheitlichen Gründen, aber jetzt vielmehr noch aus ökologischen Gründen. Und von dem her ist das positiv, weil all das hat einen positiven Effekt für Menschen, Tiere und Umwelt und hilft, dass unsere Kindeskinder schlussendlich auch eine Welt vorfinden, wie wir sie erleben, wo hoffentlich auch noch so schön ist, wie sie mir auch haben. In den letzten 20 Jahren hat es sicher viele Ups und Downs gegeben. Gastronomie ist ein Knochenjob, aber es gibt so viel zurück. Und ich finde, es ist ja viel besser, als wenn ich jetzt noch Ingenieur gewesen wäre in einem Büro und vor mich hingearbeitet hätte. Der Trend weltweit, ich glaube, der ist klar.
Es gibt jetzt sicher einen kleinen Bremsen wegen der aktuellen Krise, aber da gehen wir durch. Ich glaube, wichtig ist, dass man die Krise als Chance sieht und versucht, stronger denn ever aus dieser Krise rauszukommen. Was mir ganz am Herzen liegt, ist, dass ich ganz fest danke, würde sagen, als Team. 20 Jahre Tibitz wäre nicht möglich gewesen mit so einem Hammer-Team. Ja, wir sind wirklich dankbar, dass wir Leute können anziehen konnten, die verstanden haben, was wir wollen mit dem Tibitz, unsere Idee verstanden haben. Und wo auch wichtig für sie wichtig ist, dass das, was man macht, einen grösseren Sinn macht. Ich bin mega dankbar, dass wir ein langjähriges Team haben, das mit uns die Reise gegangen sind. Und ich hoffe, dass ganz viele mit uns weiterhin die Reise gehen wollen. Und ja, ohne Team geht das gar nicht. Und vielen Dank an euch alle. Ja, ihr seid mega.